dass nach dem gewaltigen Erfolg von Godzilla Kong, The New Empire, eines Tages eine Fortsetzung, also ein sogenanntes Sequel auf uns wartet. Das war sehr wahrscheinlich jedem von uns da draußen klar, ob man den Film nämlich mag oder nicht. Das Ganze ist tatsächlich ein finanzieller Erfolg gewesen und mitunter der größte finanzielle Erfolg des gesamten Monsterverse bisher. Nachdem Adam Wingard ausgestiegen ist, haben wir uns also die Frage gestellt, was passiert jetzt wirklich mit dem Monsterverse? Gibt es vielleicht sogar eine Art von Reboot? Bekommen wir eine Fortsetzung? Und wann wird der Film jetzt im Kino erscheinen? Wir haben jetzt ein offizielles Release-Jahr des kommenden der Fortsetzung von Godzilla: Kong – The New Empire erhalten und ein paar Informationen, die sich eben auf dieses Jahr beziehen, was den kommenden Film angehen wird. Da quatschen wir jetzt mal drüber. In diesem Sinne, ihr Lieben, viel Spaß mit dem Video. Ja, das Monsterverse ist nicht mehr aufzuhalten. Aktuell befinden wir uns in einer wirklich intensiven Planungsphase, was das gesamte Monsterverse an sich angeht. Denn ja, aktuell muss man wirklich sagen, so ein richtiges Universum à la Marvel haben wir ja nicht bekommen. Godzilla Kong hätte quasi den allerersten Stein legen können, um uns als Zuschauer in das gewaltige Monsterverse zu entführen nur das kam irgendwie nicht. Der Film fühlt sich sehr sehr abgeschlossen an und wäre Godzilla Kong The New Empire tatsächlich gefloppt, wäre er als finaler Teil dieser gesamten Reihe tatsächlich irgendwo annehmbar. Ich persönlich habe mir hierbei gewünscht, dass wir in kommenden Filmen dann tatsächlich mehr aufgebaut bekommen, mehr Dinge, die uns einfach in kommende Filme entführen. Ich meine, wenn wir uns mal das MCU anschauen, da haben wir in Avengers 1 Thanos angeteasert bekommen, der einfach dann erst Jahre später wirklich seinen gewaltigen Auftritt in The Avengers Infinity War gehabt hatte. Sowas in der Art hätte ich mir jetzt auch fürs Monsterverse gewünscht. Und tatsächlich scheint Adam Wingard da nicht ganz so hinterher gewesen zu sein, denn laut seiner eigenen Aussage, die jetzt aktuell übrigens wieder verworfen wurde... Wollte Adam Wingard eine Kong Trilogie erschaffen? Diese Trilogie sollte beinhalten den Film Godzilla vs. Kong, den Film Godzilla Kong the New Empire und dann eben noch jetzt hier den dritten Film äh, Godzilla Kong neuer Untertitel. Das wäre seine Kong Trilogie, die uns immer tiefer in die Mythologie sämtlicher Affen und eben der Hohlerde hätte entführen sollen. Nach dem gewaltigen Aufschrei von Godzilla Kong the New Empire, wo eben sehr viele Fans Bemängelt haben, dass wir zu wenig Godzilla im gesamten Film haben. Da hat Adam Wingard ganz plötzlich seine Meinung so ein bisschen geändert und hat gemeint, nee, der nächste Film wird jetzt doch wieder Godzilla lastiger werden. Da sind wir aktuell immer noch angekommen. Laut Legendary selber wird der kommende Film tatsächlich einen sehr starken Fokus auf Godzilla nehmen. Das scheint jetzt wirklich offiziell festgelegt worden zu sein. Adam Wingard allerdings, der jetzt ja erstmal im neuen Film nicht Regie führen wird, der hat sich auch Schon dazu geäußert, dass er eben sobald er wieder Zeit findet, an seiner Kong-Trilogie weiterarbeiten wird. Das heißt, wir könnten dann möglicherweise mit dem übernächsten Film dann erneut einen Film bekommen, der dann wieder den Fokus mehr auf Kong legt. Obwohl bis dahin kann alles Mögliche passieren. Wer weiß, welche Weichen jetzt der kommende Film in irgendwelche Richtungen stellt. Vielleicht gibt es ja Kong bis dahin gar nicht mehr. Wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Das offizielle Datum, welches wir nun bestätigt bekommen haben, beziehungsweise das Veröffentlichungsjahr, soll 2027 sein. Und komischerweise gab es bei dieser längeren Zeitspanne da draußen sehr viele Skeptiker, die sich gedacht haben, okay, woran liegt das jetzt? Und auch ich habe mir gedacht, ja, die werden sehr wahrscheinlich jetzt nochmal alles komplett umkrempeln. Und wirklich einen roten Faden. Ins MonsterVerse bringen, so wie ein Kevin Feige das auch bei Marvel getan hat. Allerdings können wir hier schon ganz klar sagen, das muss nicht zwingend sein, denn tatsächlich habe ich mir sämtliche Daten mal angeschaut gehabt, denn dieser Dreijahres-Rhythmus ist tatsächlich etwas vollkommen Normales für das MonsterVerse. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wir haben Godzilla vs Kong im Jahr 2021 bekommen, 22, 23, 24 kam dann Godzilla Kong der New Empire raus und jetzt eben drei Jahre später. Werden wir den nächsten Monsterverse-Film bekommen? Ebenfalls hat Legendary sich dazu geäußert, dass wir uns gar nicht über diese enorme Zeitspanne groß aufregen sollen. Zum einen sind wir sehr wahrscheinlich auch einfach die gesamten Marvel-Projekte gewohnt, die ja wirklich... Keine Ahnung, im Jahr locker mal drei Filme raushauen, wenn nicht sogar vier oder fünf, plus eben noch ein paar Serien. Das wird das Monsterverse in dieser Menge aktuell noch nicht machen, aber man arbeitet daran. Denn tatsächlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch Monarch, Legacy of Monsters Staffel 2 bekommen. Und Staffel 2 ist tatsächlich schon für nächstes Jahr, also 2025, im Winter geplant. Also laut aktuellem Stand soll die zweite Staffel eben nächstes Jahr oder Ende nächsten Jahres auf Apple TV Plus erscheinen. Ebenfalls wurde jetzt bestätigt, dass man an weiteren Spin-offs zum gesamten Monsterverse arbeite, welches nicht nur zwingend irgendwelche Titanen mit behandelt. Gerüchten zufolge sollen wir noch eine separate Serie bekommen, die auch die Machenschaften der Organisation aus King of the Monsters behandelt. Ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen. Aber dabei geht es eben um die Organisation, die am Schluss von King of the Monsters Kidoras Kopf noch einmal bergen kann. Ebenfalls soll es bestimmte Comic-Varianten mal geben, die auch Teil des Monsterverse werden. Inwiefern die jetzt mit in die Geschichte eingeflochten werden, bleibt mir abzuwarten. Ich hoffe allerdings, dass man hier ein bisschen low macht und jetzt nicht von uns als Zuschauer verlangt, auch die Comics zu lesen. Werde ich es machen? Sehr wahrscheinlich ja. Aber ich mag es eben nicht, wenn man dann dazu gezwungen wird, ein Comic lesen. Zu müssen, um die gesamte Filmreihe zu verstehen. Das macht ja Star Wars sehr gerne. Marvel, manchmal so ein bisschen, ich will das einfach voneinander getrennt haben. Ebenfalls steht das Gerücht einer Planung zu einer animierten Serie im Hintergrund. Und das ist allerdings bisher nur ein Gerücht. Dieses Gerücht jedoch besagt, dass dieselben Produzenten, die uns Pacific Rim The Black auf Netflix gebracht haben, dass die ebenfalls an einer offiziellen Monsterverse-Serie für Netflix arbeiten. Was da jetzt wirklich dran ist, wissen wir aktuell noch nicht. Sollten diese Gerüchte allerdings stimmen, bekommen wir vielleicht eines Tages doch noch unser schönes Pacific Rim Monsterverse Crossover ebenfalls heißt es laut einigen gerüchten da draußen im internet dass es bereits erste pläne gibt dass nach dem kommenden film der wahrscheinlich wieder ein godzilla kong film werden soll also es sollen wohl wieder beide titanen in diesem film mit auftauchen so dass eben der fokus jetzt mehr auf godzilla liegt nach diesem film dann soll man die gesamten geschichten wohl aber separat erzählen das heißt danach bekommen wir Laut diesen Gerüchten wirklich einzelne Filme über Godzilla, einen über Kong, einen über Mothra und eben naja über einzelne Kaiju. Bei Godzilla und Kong macht genau das sogar extrem viel Sinn. Bin ich der Meinung, da man Kongs Geschichten weiterhin einfach in der Hohlerde erzählen kann und die Geschichten von Godzilla und Mothra eben die kann man an der Oberfläche der Erde erzählen. Das würde relativ gut funktionieren und so könnte man auch im Verlauf der gesamten Geschichten noch weitere Titanen in die Hohlerde verfrachten und die eben ein und dann quasi zwei komplette Teile, Timelines erzählt. Einmal die Hollow Earth Timeline und eben einmal die äh, Oberflächen Earth Timeline. Und die könnte man dann irgendwann wieder zusammenführen, um dann eines Tages erneut Godzilla und Kong zusammen auf der Leinwand zu sehen. Ihr merkt also, Hollywood macht sich sehr viele Gedanken über das Monsterverse, gerade nach diesem extrem krassen Erfolg von Godzilla Kong, den ich nach wie vor immer noch etwas zu mäßig finde etwas zu kurz meiner Meinung nach, aber es freut mich trotz allem, dass der so ein Riesenerfolg ist und dass man jetzt scheinbar wirklich sagt, jetzt können wir auch ein paar Risiken eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin jetzt gespannt darauf, deine Meinung zu lesen. Was hältst du von den angeblichen Plänen? Was hältst du von den offiziellen Plänen? Freust du dich auf die Serie Monarch? Ähm, freust du dich auf kommende Godzilla-Filme und dass der neue Film anscheinend einen Godzilla-Fokus haben wird? Schreibt mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.